Hallo Freunde, schön euch wieder zurück zu Simon the Sorcerer begrüßen zu dürfen. Wir wollen mal schauen, ob wir die Stadt verlassen können. Abgeschlossen. Okay, so viel dazu. Das heißt, den Whisky können wir dem Schild auch noch nicht geben. Das müssen wir wahrscheinlich erst später machen. Irgendwann. Was? Was steht da? Irgendwann müssen wir auf jeden Fall zurückgehen, weil sonst wäre das ja irgendwie seltsam, wenn es nicht anders geht. Außerdem hatten wir da noch eine geheimnisvolle Insel. Hey Boys, Barbrada, die einzige Stütze, die echte Barbaren brauchen. Okay. Zur Mutter aller Kneipen. Das habe ich beim letzten Mal noch gar nicht gesehen gehabt, das Schild. Ah, gut. Hoppla. So. Ah, es hat das Spiel gehangen. Also da können wir jetzt nichts machen. Dann können wir einfach mal hier weitergehen. Und schauen wir mal, was noch Sache ist. Hier war, glaube ich, irgendwie so eine Art. Nee, noch nicht hier. Weiter noch drüben. Ah. Mario und Luigi. Mario und Luigi kennen wir doch eigentlich. Und die haben auf jeden Fall einen Eisladen. Aber können wir nichts machen. Wir können nicht bei den Mario und Luigi, den Brüdern, Eis holen. Da liegt noch Zeug rum. Können wir aber nichts machen. Wir machen Urlaub. Okay, der Italiener hat nicht auf. Das war wohl die Pizza, wo wir da hatten. Ah, da mal was. Pizza Lord. Verschlossen. Okay, Pizza Lord hat zu. Ah, aber das sieht so aus, als ob wir da irgendwann mal reingehen könnten. Okay, merken wir uns mal, dass es da auf jeden Fall einen Pizzaladen gibt. Offen, aber da kommen wir nicht rein. Aber das andere sah halt aus wie so ein Geschäft, wo wir reingehen könnten. Was ist das hier? In einer Minute, Pizza Lord. Zum vollen Mond. Können wir aber auch nichts machen. Aber da müssten wir demnächst wieder in ein Geschäft kommen, wo auf jeden Fall so ein Zeichen drin war. Auf der Karte. Also hier können wir auch nichts machen. Mit den Kartons können wir nichts machen. Was? Juwelladen oder irgend sowas ist das hier? Das ist aber auch zu. Aber hier, das ist das, was ich gemeint habe. Okay, was ist denn das? Das sieht aus wie eine Wäscherei. Und da kommen wir sogar rein. Hoi. Außer Betrieb. Bis auf die hier. Eine Waschmaschine, oder? Das muss eine von diesen dimensionalen Anomalien sein. Ich bin zwar keine Hausfrau, aber ich glaube, man muss zuerst Wäsche reintun, bevor sich was tut. Haben wir Wäsche? Wir hätten. Die Eigner kommen nicht nur, kommen nicht für eventuelle Schäden auf Benutzung der Maschinen aufs eigene Risiko. Wir hatten doch hier. Das hier, das ist doch so eine Decke. Kann man die waschen? Ich weiß zwar nicht warum, aber. Ich bin zwar keine Hausfrau, aber ich glaube, man muss zuerst so Wäsche reintun, bevor sie was tut. Dafür muss man auch die richtige Taste drücken. Passiert aber nichts. Und haben wir sonst noch irgendwas, was man reinmachen könnte? Nö, haben wir nicht. Okay, wir haben eine Wäscherei hier, wo uns aber nicht wirklich was bringt. Na gut. So, welche Richtung mussten wir? Die Richtung. Bobs Pension ist allerdings voll. Da kommen wir jetzt an die eine Kreuzung. Mal nicht so schnell laufen. In Kürze hier über 200 Restaurants. Aha. Da haben wir jetzt das Ding hier. Ja, jetzt sind wir. Ich kann mal ganz kurz hier rein, damit er auch sieht, wo wir genau sind. Ich habe mir die Karte ausgedruckt gehabt wieder, so wie die andere, so dass ich mich ein bisschen besser zurechtfinde. So, wir sind nämlich jetzt hier.
Jetzt können wir, ich hätte gesagt, wir gehen jetzt mal hier hoch, schauen uns die Kanalisation, die Seitengasse an und das Lagerhaus und dann gehen wir hier runter, schauen uns das ganze Ding an und danach hätte ich gesagt, gehen wir hier rüber, da können wir uns ja dann hin teleportieren, dann gehen wir hier runter, unten hier runter zum Platz der Zauberer und zum Südtor und vielleicht hier rüber. Genau, so machen wir das. Aber wir bleiben erstmal hier. Und gehen hier nach Norden. Baustelle. Achtung, diesen Bereich nur mit Schutzhelm betreten. Kein Zutritt. Mal sehen, was wir sonst noch alles hier finden werden. Also im Moment finden wir relativ wenig. Oh, ein abgesperrter Bereich. Okay. Also der Bereich ist wirklich gut abgesperrt. Hotel Forum, können wir aber auch nichts machen. Kein Zutritt, können wir auch nichts machen. Da geht's darüber. Gehen wir erstmal ins Lagerhaus. Oder Richtung Lagerhaus. So, zu vermieten. Ah ja, und das wusste ich noch, hier gibt's Werbung. Für das Spiel Floyd. Das ist ja vom selben Entwickler. Ich weiß bloß nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen früher als Simon the Sorcerer 3D gekommen. Glaube ich. Deswegen gibt es auch hier Werbung dafür. Okay, was ist das hier? Eine Zwergenskulptur? Gummientchen AG. Okay. Die Gummientchen AG. Kann man da irgendwie rein? Hey, ich habe hier etwas Käse. Braucht ihr welchen? Ich erinnere mich irgendwas, Vater. Sieht wie die üblichen 100 Pfund aus. Ganz genau. Prima. Wir brauchen keinen Käse mehr, also kannst du ihn wieder mitnehmen. Hier ist das Geld dafür, dass ihr keinen weiteren Käse mehr produziert. Besten Dank. Bis später. Tschüss. Okay. Muss man den anhalten? Hey, aus dem Weg. Ich muss diesen Käse ausliefern. Es sieht nicht so aus, als ob er dir davonlaufen würde. Stimmt schon. Aber ich muss heute noch einige weitere Fahrten machen und sollte mich sputen. Wie wär's mit einer Kostprobe? Kein Problem. Oh, wir kriegen Käse. Danke sehr. Schönen Tag noch. Es ist ein großer, offener Käsewagen. Ärgere ich dich gerade? In der Tat. Und durch die Verzögerung ruinierst du meinen Profit. Okay, ich probier's einfach mal. Na gut. Aber ich weiß nicht, konnte man da noch... ich bin mir nicht sicher, ob man noch irgendwie was anderes machen konnte. Wo waren wir eigentlich jetzt? Wir waren bei Gummientchen, wir waren hier drin. Da konnte man ja nicht reingehen. Da haben wir was. Kann ich aber nicht anschauen, aber kann ich es nehmen. Was könnte das sein? Floyd? Ich fragte mich schon, was sie mit den ganzen Exemplaren gemacht haben. Naja, wenigstens dürfte jetzt jemand einen netten Aschenbecher haben. Boah. Ich glaube, das ist auch eine Anspielung, weil... Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das auch so stimmt, aber ich glaube, Floyd ist doch relativ gefloppt. Glaube ich zumindest. Und es war jetzt auch eine Anspielung drauf, dass das ja keiner haben will. Okay, wir haben eine Floyd-CD. Ein Aschenbecher. Okay. Und wir haben einen käsiger Käse in Keilform. Na gut. Kann man eigentlich... Moment mal. Wenn ich das Ding hier nochmal genauer anschaue... Nee, passiert nichts und... Nee, doppelklicken kann ich auch nicht. Mich wundert es nur, dass er halt auch die CD rausgenommen hat, aber ja. Keine Ahnung. So, haben wir sonst noch irgendetwas hier? Also da haben wir auf jeden Fall eine
große Stator. Mit der wir nichts machen können. Natürlich die Telefonzelle. Sonst ist hier auch nichts. Ah, mit dem Tor. Da können wir was machen. Ich gehe nochmal ganz kurz. Nee, da ist nichts mehr. Also wir haben hier tatsächlich nur dieses eine Tor noch. Und das war's. Klopfen wir mal an. Ladezone, Parken verboten. Okay. Nee, wir können sogar aufmachen. Ja, die haben wirklich viel, viel Käse. Wenn man denkt, in allen Kartons sind wahrscheinlich Käse drin hier. Also die sind wirklich voll. Können wir aber auch nichts machen. Ah. Nö, also ich wüsste jetzt nicht, was wir hier machen können. Klettern kann man ja leider nicht. Merken wir uns mal, dass wir da auf jeden Fall Käse haben. Und dass wir so ein Lagerhaus haben, wo wir Käse drin haben. Und zwar viel, viel Käse. Sehr viel Käse. Und ich bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher. Ich könnte mir vorstellen, oder besser, ich weiß es nicht mehr, ob das, was ich gemacht habe mit diesen Käseladen, Käse-Dings, ob den zu stoppen und dafür eine Probekarte, so ein Probedings von Käse zu bekommen, ob das das Einzige war oder ob wir noch was mit denen machen müssen. Ich glaube, der fährt in der ganzen Stadt umher. Huch. Wo ist eine Katze? Ich habe eine Katze gehört. Bist du hier? Kein Kätzchen. Kein Kätzchen ist ein böses Kätzchen. Nein, das ist ein liebes Kätzchen. Hast du jetzt gerade die Katze tatsächlich? Eine schwarze Katze, hoffentlich bringt sie mir Glück. Er hat tatsächlich die Katze einfach so mitgenommen. Okay. Oh, oh. Das muss dann die Seitengasse sein. Dann muss es da jetzt noch zur Kanalisation gehen, wobei ich noch keine Ahnung habe, warum wir das machen sollten, in die Kanalisation reinzugehen. Kann ich die Katze mit dir benutzen? Klingt ganz lustig, ist aber doch etwas brutal. Ja, gut. Gut, dass du das nicht machst. Ich könnte den Hammer benutzen. Das ist nicht weniger brutal, aber wahrscheinlich brauchen wir irgendetwas zum Ablenken für dich. Kann ich dich fangen? Nee. Es ist ein außergewöhnlich begabter Hund. Okay, also hier kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Da müssen wir irgendwie den Hund noch ablenken. Ich hätte gedacht, vielleicht mit Wurst oder irgend sowas. Aber das haben wir ja nicht. Na gut, aber wir sind ja noch nicht fertig. Nee, wir sind ja noch nicht fertig. Dann kommen wir hier später noch. Obwohl, können wir auch hier hochklettern. Es ist nur ein Mülleimer. Ich kann den nur... Aha. Ich muss wahrscheinlich was in den Mülleimer reinmachen. Dann springt der Hund rein und ich habe eine schöne Falle. Hätte ich gesagt, aber dazu brauchen wir wahrscheinlich tatsächlich Wurst oder irgend so etwas. Na gut, da sind wir noch nicht so weit. Halt, doch, da waren wir. Dann gehen wir noch auf die andere Seite. Da waren wir überall schon. Was war das hier? Muss ein Grafikfehler sein. Oder das gehört zu diesem Haus drauf. Ach, egal. So, wo geht's dahin? 2 Tonnen maximal. Okay. Also wir kommen auf jeden Fall hier rüber. Wir bleiben mal ganz kurz hier noch stehen. Wo geht's noch hier hin? Kann man da auch irgendwie reingehen? Privat. Ballspielen verboten, Eltern haften für Kinder.
Aber da ist nicht wirklich was. Und der kommt hier nochmal über den Kanal rüber. Und hier geht's dann in dieses Ding rein. Zur Kirche. Ob das auch zur anderen Seite hingeht? Ja, gehen wir mal rein. Kann man die Gräber anschauen? Nee. Gut, dass Simon keine Dings hat, keine Schaufel hat. Weil ich wüsste schon, was er vorhaben würde oder was wir machen müssten. Okay, da geht's anscheinend auch wieder raus. Ja, Moment, geht's da auch rein? Ja, da wird's auch reingehen. Behalten wir im Hinterkopf. Aber wenn, dann würde ich erstmal durch den Haupteingang reingehen. Okay, da geht's aber nicht rein. Auch hier geht's rein. Okay, dann lasst uns mal einfach mal so hier reingehen, falls es denn gehen sollte. Okay. Haupteingang geht nicht. Dann probieren wir mal den Raum. Ja, der geht. Also da kommen wir auf jeden Fall schon mal rein. Was haben wir denn da alles? Wir haben... Ah. Ich glaube, hier können wir nur eine Sache machen. Glockenseile sind so weich und seidig. Und verführerisch zum Transien. Okay, passiert auch irgendwie was? Ah. Ich habe keine Glocke läuten hören. Ganz ehrlich gesagt, und sonst ist auch irgendwie nicht wirklich was passiert. Okay, dann gehen wir mal auf der anderen Seite rein. Das ist ja jetzt hier. Oh, es ist ziemlich dunkel geworden. Floyd Rip sehe ich gerade. Okay. Kann man hier irgendwie irgendwas machen? Wir haben keine Kerze. Oh. Wir sind irgendwo gegen was Unsichtbares angestoßen. Ja, geht's hier schon wieder raus oder bin ich jetzt gerade hier falsch gelaufen? Ah ne, es kann sein, dass es hier... Für da sind wir wahrscheinlich gekommen. Und hier gibt es irgendwie unsichtbare Mauern. Ah, tschakata. Wo geht's denn hierher? Ach, gar nirgends geht's dahin. Wir haben zwar hier eine Tür, aber die geht nicht auf. Und ansonsten haben wir hier anscheinend auch nicht wirklich irgendwelche Hotspots. Und hier geht's... Irgendwo hänge ich immer. Ich glaube an einen Kerzenständer oder irgend sowas. Die Orientierung hier drin ist echt schwierig. Ich weiß, es ist nur ein einziger Gang, aber durch die Kameraperspektiven und... Ah, hier. Raus hier. Los, raus hier. So, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Wahrscheinlich kommen wir da aber gleich vorbei. Aber wir gehen jetzt auf der anderen Seite wieder lang. Dann will ich nämlich schauen. Wieder über die Brücke rüber. Und dann schauen wir mal, ob wir da auf der Seite irgendwie noch was verpasst haben. So. Haben wir hier irgendetwas verpasst? Davon ist wieder ein Schild. Privatbesitz, okay. Ja, und da wären wir rausgekommen, gerade eben. Alles klar. Hätte sich also nichts geändert. So. Das da könnte vielleicht was sein. Halle. Nee, ist nix. Da haben wir Enten. Und da habe ich noch nicht jemanden an den Pranger gesehen, tatsächlich.
Da haben wir ein Sheriffbüro. Oh, könnte das Goldlöckchen sein? Aus dem Teil 2? Ah. Also wir haben Ende, wir haben wahrscheinlich Goldlöckchen da, wir haben das Sheriffbüro und wahrscheinlich hier noch haufenweise Häuser, wo wir nichts mitmachen können. Ah, und hier hinten geht's auch nochmal weiter. Das können wir uns auch nochmal anschauen. Können wir denn ins Sheriffgebäude rein? Da könnten wir rein. Okay, aber lasst uns erstmal mit ihr reden und uns die Enten anschauen. Dann Sheriffgebäude und dann nach da hinten gehen. Alles klar. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.